Hallo meine Lieben, ganz spannend, ich habe ein Paket bekommen von der Marke Catherine. Die machen Nagelpflege und Nagellack. Und was in diesem Paketchen drin war, erfahrt ihr jetzt. Drin war eine Nailbox. Super Wortspiel an der Stelle von Firma Catherine, finde ich total süß. Ja, jetzt werfen wir mal einen Blick rein, weil hier steht auch öffne mich, also machen wir das jetzt. Okay, ich habe den Deckel aufgemacht und drin sehen wir schon ein paar richtig coole Sachen. Und zwar, ich glaube, das ist so das Herzstück hier unseres kleinen Pakets. 5 richtig geile, knallige Sommerfarben. Ja, finde ich Hammer schon vom ersten Anblick so. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so leid, diese Winterfarben zu tragen. Ich brauche jetzt richtige, knallige Sommer- und Frühlingsfarben, wie man vielleicht hier auch unschwer erkennen kann. Und deswegen kommen die echt wie gerufen, diese Töne. Richtig cool. Dann haben wir hier noch einen High Gloss Top Coat für strahlenden und luxuriösen Hochglanz. Und noch so ein kleines Set, da sind 3 verschiedene Nagellacke drin. Einmal eine Pro White Base, muss man ja immer bei so knalligen Lacken vorher haben, eine weiße Base. Ein Calcium Base Coat, also der kommt dann wahrscheinlich noch vor dem Weißen, um die Nägel zu nähren. Und ein Matt Coat, das ist auch cool, falls man diese Farben in Matt haben will. Auch nicht schlecht. So, ich habe die Farben jetzt mal aufgetragen. Sie sind sehr angenehm im Auftrag. Der Pinsel ist auch gut, würde ich sagen. Also ich kam super damit klar. Und das Einzige, was mich gestört hat, war, dass die White Base da, die dabei war, nur milchig weiß ist. Ich habe dann von mir einen Nagellack genommen, der richtig deckend weiß ist, damit die Farben halt richtig rauskommen können. Und sagen wir so, das tun sie auch. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Kamera so rüberkommt, aber die Farben knallen so richtig. Außer das Gelb. Das ist halt einfach irgendwie so ein Gelb. Das ist nicht so eine Neonfarbe. Also wenn man jetzt dieses Gelb von mir dagegen sieht, finde ich, ist das nicht neonmäßig genug. Aber die anderen Farben, also vor allen Dingen das Grün, kommt hier, glaube ich, ziemlich gut rüber. Ja, das sind richtige Neonfarben. Das hätte ich gar nicht vermutet, so auf den ersten Blick. Also von den Farben im Fläschchen her hätte ich das gar nicht so gedacht. Ich hole euch nochmal näher ran. Ja, also man muss wirklich sagen, in der Kamera selber, die Kamera fängt die Farben einfach nicht so richtig ein. Live sind die einfach richtig knallig und hier sehen die ja nicht so neonmäßig aus, außer das Grün. Aber glaubt mir, sie sind es. Sie sind ultra knallig. Also tatsächlich eigentlich nur was für Mutige. Aber das bin ich. Ich habe da mit Nagellacken nicht so die Verträge. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, glaube ich, ist, dass die Kollektion von Natascha Ochsenknecht stammt. Und ich finde, das passt auch nochmal so richtig. Also sie ist ja wirklich auch eine richtig farbenfrohe Persönlichkeit, wenn man das so sagen kann. Also sie hat auch rosa Haare in letzter Zeit und so einen pinken Lippenstift. Also da passen die Farben halt einfach wie die Faust aufs Auge. Finde ich super. Also Qualitätscheck haben wir gemacht. Finde ich super. Zur Haltbarkeit kann ich jetzt leider in dem Moment noch nicht so viel sagen, weil ich sie gerade erst aufgetragen habe. Aber sie machen einen soliden Eindruck, wenn ich das so sagen kann. Wann und wo die Lacke dann erhältlich sein werden, das weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht. Wie viel sie kosten werden, weiß ich leider auch noch nicht. Aber sobald ich da im Bilde bin, werde ich hier die Infobox aktualisieren und euch da alle nötigen Infos reinschreiben. Ich hoffe, das Video und vor allen Dingen die Farben konnten euch schon ein bisschen auf den Frühling und Sommer einstimmen. Und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.